wenn wir nur eine statt zwei Wochen wegfahren? Sag mal, spinnst du? Ich brauche den Urlaub. Die gehen mir alle hier voll auf den Sack. Du kannst dich mit deinem Modekram da vielleicht selbst verwirklichen. Aber ich muss hier hart arbeiten und Geld verdienen. Moment mal, sobald Nico im Kindergarten ist, kann ich wieder mit unserem Projekt weitermachen. So war die Abmachung. Ich habe dir auch gesagt, dass wir nicht von heute auf morgen damit Geld verdienen werden. Aber auf der Summershit treffen wir den Einkaufsleiter von Zalando. Und wenn die uns erstmal ein Sortiment aufnehmen, dann... Ja. Eure Topflappen neben Gucci und Gabbana. Ich kann es nicht mehr hören. Miriam, ey, Summershit, ich bitte dich. Ey, lass deinen Frust nicht an mir aus. Ich kann nichts dafür, dass dein Job dich so ankotzt. Dieser Job ernährt uns aber nur mal zufällig und zahlt die Raten fürs Haus und dein verkacktes Auto. Wirklich, ich habe sie nur ganz kurz gesehen. Ich könnte sie noch nicht mal beschreiben. Und sie sehen ja auch ganz gewöhnlich aus. Also nicht, dass ich das negativ meine, aber das liegt an mir. Ich kann mir nämlich keine Gesichter merken. Ja, das ist ganz komisch bei mir. Selbst bei Brad Pitt, ich habe schon 1000 Filme mit Brad Pitt gesehen und hinterher, wenn ich mir den Abspann durchlese, dann denke ich mir mal, Brad Pitt, wen hat er denn geschafft? Halt jetzt deine Fresse, Mann, du nervst mich! Okay, Entschuldigung. Yeah. Eigentlich ist in Till Reiners Leben alles in Ordnung. Bis jetzt. Hast du ein Auto? Lass sie in Ruhe. Was hast du, kleiner Wichser, zu mir gesagt? Ich hab ein Auto. Habt ihr den Hinterausgang? Ja. Wo? Hinten. Die Geisel befindet sich in der Gewalt eines unbekannten Täters. Er ist auf der Flucht. Wie wär's, wenn du mich einfach gehen lässt? Du hältst jetzt deine Fresse. Alles klar. Doch mit so einer Geisel läuft einfach nichts nach Plan. Jetzt geh rüber. Was denn? Mein Fuß. Mein Fuß steckt gleich in deinem Arsch. Jetzt mach das Ding auf. Was macht denn die Muschel da auf der Stange? Du hast gesagt 15. Das war netto, Junge. Der Vertrag ist gar nicht gültig. Was hat denn der Zivilist dazu kamellen? Also ein Händler sollte im Vergleich zu einem Privatverkäufer eine Mindestgewährleistung von einem Jahr garantieren. Und die steht gar nicht drin. Insofern ist der Vertrag gar nicht gültig. Juristisch gesehen. Mando! Wir haben gerade eine schwierige Phase. Das kommt vor in längeren Beziehungen. Wann hat er denn das letzte Mal gelacht? Wer ist denn das? Ich bin Till. Scheiße. Und? Ich hätte eine Sache für dich. Aber dafür brauchen wir den Zivilisten. Diese zwei. Wir erledigen jetzt dieses Geschäft und lassen wir wieder mal ein bisschen die Puppen tanzen. Ich kann nicht glauben, dass sie sich nicht meldet. Haben sich nicht gesucht. Aber gefunden. Pass auf, ich hab nicht viel Zeit. Du hast dich ja mitbekommen, dass ich in der Gewalt bin. Meld mich bei dir, wenn mir danach ist. Aber das geht nicht. Doch, das geht sehr wohl. Ich brauche jetzt auch erstmal Zeit für mich. Miriam? Du bist ja noch eine viel ärmere Sau, als ich gedacht hab, Mann. Die macht da gerade so ein Projekt dann auch. Ich sag dir, was das für ein Projekt ist, Mann. Ein Fick-Projekt. Beide. Wir fahren jetzt nach Holland. Holland ist scheiße. Es ist wie Osten, nur Westen. Mann! Alles klar? Vollidiot, ey. Ich fand's ganz witzig.